I'm coming home. Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Heute zu Gast einer der Hauptdarsteller aus einer meiner Lieblingsserien 2020 aus Slöborn. Herzlich willkommen, Anton Nürnberg. Wie geht's dir und wo bist du? Danke, Nico. Ich bin in der Schule in München. Ich habe netterweise das Sprechzimmer von meinem Dozenten bekommen. In diesen vier Wänden lerne ich sprechen gerade im dritten Jahr an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Und ja, weil ich es nicht nach Hause geschafft habe, darf ich jetzt hier arbeiten. Dann vielen Dank an deinen Dozenten. Konntest du denn, als du angefangen hast, schon sprechen oder hast du es völlig neu gelernt? Ja, das ist ja das Ding, ne? Am Anfang, wenn man hier ankommt, denkt man, man könnte gut sprechen und man würde richtig atmen und man wäre ein begnadeter Schauspieler, weswegen man überhaupt genommen wurde. Und in den ersten beiden Jahren wird man dann peu à peu desillusioniert, bis man dann an dem Punkt ist, wo man jetzt ist, ich im dritten Jahr. Und man merkt, ah, oh Gott, du kannst ja gar nichts. Du bist ein guter Schauspieler. Du warst es auch, glaube ich, schon vorher. Also ich glaube nicht, dass du da komplett zerstört wurdest, desillusioniert, oder? Nee, deshalb war auch übertrieben. Aber man sollte nicht zu viel von sich halten, glaube ich, damit man offen ist, noch was Neues zu lernen. Und da gibt es dann doch noch ganz viel, was man lernen kann. Ja, das glaube ich. Du bist ja auch noch sehr, sehr jung. Obwohl, wenn man das Video im falschen Licht sieht, sieht es vielleicht aus, als ob du graue Haare hättest. Aber du hast so ein Ultrablond, ne? Ja, echt. Echt blond, I know. Und es gibt natürlich auch ein paar Fotos von dir auf der Seite deiner Agentur in den unterschiedlichsten Varianten, auch vor allem die unterschiedlichsten Varianten deiner Haare, ja? Mit Gel krass nach hinten oder mal ganz locker oder sonstiges. Wie trägst du denn deine Haare am liebsten vor der Kamera? Gute Frage. Jetzt gerade spiele ich in einem Film einen Typen, der völlig durch den Wind ist und nichts geschissen bekommt und es hilft dann, wenn sowas wie die Frisur zum Beispiel auch so wild und wie durch den Wind ist. Ne? Also wie Äußerlichkeiten wie Kostüm und Maske und sowas, die helfen dir. Eine Freundin, die Kostümbildnerin ist, die sagt immer, das Kostüm ist der Schuhanzieher in die Rolle. Und so ist es wahrscheinlich auch die Maske, also so wie es mir hilft. Wenn ich ein Arschloch spiele oder so, dann ist es gerne mal gegelt. Und wenn es ein netter Typ ist, dann ist es so ein bisschen Schwiegersohn-like. So. Ich bin da nicht so eitel, dass ich immer irgendwie besonders aussehen muss. Ich lasse die Leute eigentlich lieber ihren Job machen. Viele haben dich in Slöborn kennengelernt und dort, also ganz vorab, es gibt keine Figur, die nur böse oder nur gut ist. Das fühlt man als Zuschauer nur so. Bei Slöborn würde ich aber sagen, spielst du den Bösen überhaupt. Wer jetzt von Slöborn noch nie was gehört hat, was ist denn Slöborn überhaupt? Naja, Slöborn ist eine Katastrophenserie. Vom ZDF Neo produziert, in der sich der Drehbuchautor und Regisseur Christian Alward irgendwie die Frage nach gesellschaftlichem Handeln gestellt hat. Und als Aufhänger hat er dafür die Situation genommen, dass ein Virus ausbricht. Und das ist dann sozusagen der Stoff, der Grund, warum sich gewisse gesellschaftliche Strukturen ändern. Und das ist, ich glaube, das ist das Thema. Er nimmt dafür eine Insel, Slöborn, auf der nur wenige Menschen sind. Und das ist wie so eine Art Labor, um zu untersuchen, wie verhalten sich Menschen, wenn unterschiedlichste Menschen. Und das geht ganz schön ab irgendwie. Also Alward ist ja sowieso so ein Hau-drauf-Kandidat. Und da lässt er einige Leute aufeinander knallen, so dass es kracht. Ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Also da ist wirklich eine ganze Menge los. Es hätte wahrscheinlich ja auch ohne das Virus dort jederzeit explodieren können, dieses Pulverfass. Aber das Virus ist quasi ein Brandbeschleuniger für die ganze Geschichte. Du so spielst jemanden, der dort als Gefängnisinsasse aufschlägt, nicht wahr? Eigentlich sitzt er im Knast, weil er Scheiße gebaut hat. Aber es gibt einen Typen, den Maunus Fisker heißt er in der Serie, gespielt von Roland Möller, der selber mal kriminell war und jetzt junge, straffällige Menschen auf die Insel holen möchte, um die in so einem Resozialisierungsprojekt wieder auf die richtige Bahn zu kriegen. Darauf hat meine Figur, die so heißt wie ich, Anton, aber nicht so Bock. Der ist ja eher so ein Anarchist. Und ganz viele andere Leute in Slöborn haben auch keinen Bock auf die ganzen Gefängniskids.
Und es gibt dann immer wieder richtig krasse Geschehnisse. Zum einen triffst du recht schnell auf die, wenn man sagen, also es ist eine Ensemble-Serie, das heißt, jede Figur ist wirklich gleichwertig wichtig, aber es gibt so eine Art weibliche Hauptdarstellerin, die von der wunderbaren Emily Kusche gespielt wird und ihr trefft im Supermarkt aufeinander und das ist so eine abgefahrene Szene. Es muss so einen Spaß gemacht haben, die zu spielen. Da knallt sie richtig an allen Ecken und Enden und es gibt so einen Ausblick, was so noch später im Verlauf der Serie passiert. Spielst du denn lieber Liebe oder darf schon gern was Böses sein? Mich hat diese Figur interessiert, weil die, naja, die ist vordergründlich, ist die sehr, sehr böse. Aber ich stelle mir dann die Frage nach dem Grund dafür. Und ich glaube nicht, dass das ein liebloser Kerl ist. Ich finde, Liebe muss immer ein Antrieb sein für etwas. Also wenn man so sehr hasst wie meine Figur, dann muss das was mit Liebe zu tun haben. Oder enttäuschter Liebe wenigstens. Deshalb ist die Liebe, ist es nie frei von Liebe. Dann ist es langweilig, glaube ich. Aber das klingt jetzt auch ganz schön kitschig. Ich würde gerne mal Liebe spielen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie kriege ich oft so eine Arschlöcher. Tja, woran kann das liegen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich ein Arschloch bin. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, das ist diese Herangehensweise, dass man, also ich glaube, wenn man versucht, einen Arschloch zu verteidigen, dann darf man den selber nicht als Arschloch lesen. Ne? Und dann diese Arbeit des Schauspielers oder der Schauspielerin, sich einzufühlen oder Empathie zu haben, mich interessieren die Arschlöcher irgendwie, weil da immer ganz viel drunter liegt, warum die so sind. So. Das ist eine Art Neugierde, die ich da habe. Aber tatsächlich hatte ich bei Anton in Slöborn aber auch zwischendurch einen sehr menschlichen Eindruck. Also der war zwischendurch, hatte der so seine Momente, da fand ich ihn sehr nett. Also du hast da schon so gespielt, dass da natürlich mehr drin ist. Klar, ist natürlich in dem Sinne auch deine Aufgabe. Wie bist du überhaupt zu Slöborn dazugekommen? Wollten die dich direkt oder war es ein reguläres Casting? Wie war es damals? Eigentlich wollten die mich für die Rolle Fiete, irgendwie ist das lustig, irgendwie wurde die Rolle Fiete gecastet, glaube ich, und alle, die Fiete nicht bekommen haben, haben dann alle Rollen bekommen, andere Rollen bekommen. So war es ja auch beim Adrian Grünewald irgendwie. Genau, ich bin zum Casting und sollte für den Fiete vorsprechen. Und zwei Tage vorher hat die Casterin Suse Marquardt nochmal geschrieben und hat gesagt, ja, bereite doch auch nochmal, hier ist das Drehbuch, guck dir mal den Anton an. Und da hat es irgendwie sofort gefunkt. Fiete war auch cool, aber beim Anton habe ich direkt gemerkt, ah ja, das ist was. Und dann musste ich da diese E-Castings machen, die alle gemacht haben. Und wurde dann tatsächlich dann auch eingeladen nach Berlin zu dem Casting. Und das war ein ganz reguläres Ding. Also erste Runde Videos, zweite Runde live sehen mit Regisseur und so. Und in der letzten Runde war es dann Live-Casting mit dem Aaron Hilmer, der den David spielt, der auch in der Gruppe ist. Und dann wurde nur noch geguckt, wie die Konstellationen passen, das optisch und spielerisch. Und das hat mit Aaron total gut geklappt. Und war dann mit Aaron für dich auch klar, okay, das wird was? Oder hast du vorher schon geahnt, dass das klappen könnte? Ich bin da nicht so optimistisch. Also ich hatte schon wahnsinnig viele Castings. So. Also ich gehe schon ewig zu Castings und drehe erst seit 2-3 Jahren. Also ich habe einen steinigen Weg, was das angeht, hinter mir. Aber ich habe so ein bisschen gelernt und da hilft mir auch die Erfahrung der Schule, dass es dass in der Ruhe so die Kraft liegt eher. Und dass es eher wirklich auch meinerseits um ein Interesse geht, ob das Zusammenspiel funktioniert mit den Leuten und nicht vordergründig, dass ich da jetzt einen Platz bekomme. Und mit Aaron, ach, das war sowieso genial, weil der Typ einfach herrlich ist. Abgesehen davon, dass er ein toller Schauspieler ist. Na, wir saßen da zusammen und der hat so eine umarmende Art zu spielen und hat es mir total leicht gemacht. Ich habe mich total sicher gefühlt mit dem. Das Beste, was man sich wünschen kann für so eine Rolle natürlich. Ja, total. Und wie bist du überhaupt in die Schauspielerei geschlittert oder bist du mit Absicht reingerannt? Ich war in der Schule und habe Theaterunterricht gehabt, so wie es alle irgendwann mal machen müssen, in Hamburg. Und dann kam eine Schauspielerin aus dem Deutschen Schauspielhaus in den Unterricht und hat nach Leuten gesucht, die Theater machen. Also Theater machen wollen. Und dann hat die unter anderem mich gefragt, ob ich da Lust hätte, mal am Deutschen Schauspielhaus unter ihrer Regie ein Stück zu machen. Da war ich 15 oder so. Und dann habe ich das 3 Jahre in Folge gemacht. Ich war dann zum ersten Mal im Theater mit 15 und fand diesen Ort so geil. Aber ich weiß nicht, wer das Deutsche Schauspielhaus kennt. Mordsladen. Und dann habe ich mich da irgendwie so sehr rein verliebt. Aber es war eher Theater, was mich dann so angefixt hat. Das mit dem Film kam dann so durch Zufälle. Ich finde es immer schön, wenn Leute so eine riesige Chance kriegen und Jahre später da total easy drüber sprechen. Ja, da wurde ich halt angefragt, Deutsche Schauspielhaus, kein großes Ding. Das war auf keiner großen Bühne oder so. Aber du hast dich trotzdem, hoffe ich, sehr gefreut, dass du diese Chance bekommen hast. Ja, also das war wieder so ein Staunen darüber, was das alles ist, weil ich wollte eigentlich Koch werden. Ne? Und plötzlich kam dieses Schauspielhaus und so und ich habe diese Energie von so einem Theaterraum gespürt.
und dachte so, ja krass, eigentlich ist das ganz cool. Und dann wurde ich irgendwann erwachsen und war fertig mit der Schule und dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt diesen Weg und gehst vorsprechen auf einer Schauspielschule. Und dann hat das geklappt. Und jetzt ist das sowas Alternativloses für mich geworden. Echt? Also früher gab es für dich aber auch mal die Alternative, einfach mit dem Schiff raus in die Welt, ne? Ja, das ist ja, ich wollte ja nie Kapitän werden oder so, oder Matrose. Aber ich wollte, ich suche die Entschleunigung zwischendurch. Weil das alles auf so einer hohen Drehzahl ist, was ich mache, dass ich zwischendurch dieses Runterkommen, diese Erdung brauche. Und dieser Gedanke an ein Containerschiff hat mich irgendwie angefixt. 3 Monate lang irgendwie Horizont. Ich glaube, da kommt man richtig runter. Da habe ich keine Zeit mehr für. Ich habe gehört, Zeit kann man sich nehmen. Ja, richtig. Das muss ich dann nach der Schauspielausbildung machen. Oder du versuchst einfach bei Das Boot Staffel 3 dabei zu sein. Ja, ich hatte da auch ein... ich wurde angefragt, aber die Schule hat es mir nicht erlaubt. Ich habe das Casting gar nicht erst gemacht. Oh Gott. So. War auch ein Glück, dass ich überhaupt zu Löborn drehen konnte. Ist das schlimm für dich? Also für mich ist es schlimm. Ist es schlimm für dich? Nee, weißt du, ich wollte wirklich auf diese Schauspielschule. Und das ist auch eine kostbare Sache, hier hinzukommen. Also es werden nicht so viele Leute genommen. Und wenn man dann ein paar Staffeln oder ein paar Folgen Boot dreht, dann ist man direkt wochenlang weg und dann verpasst man zu viel. Und diese Ausbildung ist, auch wenn es 4 Jahre sind, ist die gefühlt doch wahnsinnig kurz, weil es so viel zu lernen gibt. Und dann überlegt man sich das zweimal, ob man, also wenn die Angebote jetzt kommen, dann kommen sie wahrscheinlich auch nach der Ausbildung. Das habe ich mir gedacht, dann lieber danach. Aber Slöborn musste sein, das wollte ich dann machen, als das Angebot dann kam. Und hat die Schule erstmal Nein gesagt und du musstest kämpfen oder haben die gesagt, das ist gut? Das war echt, das ist nicht so leicht auf meiner Schule mit dem Drehen. Der Schulleiter ist ein sehr autoritärer Typ und der hat dann gesagt, als er gemerkt hat, dass mir das wichtig ist, hat er gesagt, okay, aber du drehst keine zweite Staffel. So. Und dann habe ich denen gesagt, ey, geil, dass ihr mich nehmt, aber das geht nicht, dass ich in der zweiten Staffel noch da bin, sonst würde ich mich nämlich verpflichten, in den nächsten Schuljahren auch noch für diese Serie zu drehen. Haben die gesagt, gut. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich bin in der zweiten Staffel nicht dabei. Ja, das habe ich fast rausgehört. Ich weiß es natürlich, weil ich die Serie gesehen habe. Und wie das gelöst wird, ist auf jeden Fall abgefahren. Also die Zuspitzung ist eine Wucht. Also die letzte Folge. Ich habe so bei der letzten Folge gedacht, oh nein, letzte Folge. Aber die geht dann glücklicherweise auch, ich glaube, fast 60 Minuten. Und was mir halt sehr gefallen hat bei Slöborn ist, es wird vernünftig erzählt. Natürlich ist man in einer Ausnahmesituation, aber es ist tatsächlich, die Charaktere sind soweit nachvollziehbar, obwohl sie an den Rand gedrängt werden. Jetzt gibt es mehrere unterschiedliche Handlungsebenen und in dieser einen bist eben du drin mit den Knastkindern oder mit den Knastjugendlichen. Und dann gibt es noch die und die. Habt ihr euch untereinander mal gesehen oder habt ihr alle an unterschiedlichen Orten gedreht? Manchmal gab es dann glücklicherweise Überschneidungen, weil in 2 Units gedreht wurde. Das heißt, es wird mit 2 Kameras gleichzeitig gedreht. Wir haben ja ganz viel in Polen gedreht, auf Norderney und so und irgendwann... Das war ja vor Corona lustigerweise, ne? Und dann trifft man sich halt nachts in der Kneipe oder sonst wo oder im Hotel. Und dann hat man sich schon kennengelernt. Aber im Spiel habe ich nicht so, also ich komme ja zum Glück aus dieser Clique raus so und schlage ein bisschen über die Stränge und so. Und deshalb komme ich ja auch ein bisschen in die anderen Handlungsstränge mit rein. Aber ich habe zum Beispiel nie mit Wotan gedreht, den habe ich nur im Hotel getroffen. Und so, die hat man dann mal getroffen, aber spielerisch. Leider nicht. In der Web-Talkshow zu Gast waren auch schon Adrian Grünewald, der den Herrn spielt, und Urs Rechen, der ja den schlimmsten Vater der TV-Geschichte für meinen Geschmack gespielt hat. Hast du die beiden denn mal gesehen? Ja, genau. Mit Urs hatte ich eine Szene und Adrian habe ich auch im Hotel getroffen. Da waren wir in Sopot, das ist in der Nähe von Danzig, da wo Klaus Kinski geboren wurde, aber ist egal. Und dann sind wir abends noch irgendwie im Hotel in der Kneipe versackt irgendwie. Noch mit dem Tim Bülow, der den Fiete gespielt hat und so. Also man kennt sich und Adrian ist ja im Paralleljahrgang in Potsdam auf der Schauspielschule und übrigens geiler Job, Adrian, habe ich ihm schon gesagt, aber ich finde, er hat den Herrn so fein gespielt. Ja, Wahnsinn. Ich bin echt, echt feiner Kerl auch, ein sehr toller Typ. Ja, hat auch hier einen sehr, sehr tollen Eindruck hinterlassen, also sehr, sehr tolle Persönlichkeit auch, also ist krass. Ja, auch bescheiden, ne? Ja. Aber egal, ich will jetzt gar nicht so über dich reden, Adrian. Hast du denn schauspielerische Vorbilder oder gibt es sowas für dich gar nicht? Aus dem Theater eher. Wenn ich mich frage, wo will ich dann irgendwann sein, gibt es so ein paar in Deutschland. Edgar Selge, kennst du den? Nee. Also man kennt sein Gesicht so ein bisschen, aber der ist vor allem im Theater
unterwegs. Der ist über 70 mittlerweile, aber ein ganz toller Typ. Und so will ich irgendwann mal sein, auch wenn das ein hochgegriffenes Ziel ist. Woher kennst du den? Aus dem Theater. Ich habe ihn in Rollen gesehen, aber vorher, das ist ganz, ich habe in einem Restaurant gearbeitet lange, weil ich eigentlich Koch werden wollte, bis ich 20 war oder so, bis ich hierher kam. Und der war der Stammgast, weil das Restaurant lustigerweise direkt neben dem Schauspielhaus in Hamburg war. So. Und dann hat man sich so ein bisschen kennengelernt und dann hat man die Stücke gesehen von denen. Und der ist ein toller Schauspieler irgendwie. Auch so ein bescheidener Typ. Dann gibt es noch diese Granaten, dann gibt es noch so wie auch im Meyerhoff oder Martin Wuttke oder Ignaz Kirchner und so. Aber das sind alles so Theatertitanen, die gar nicht so populär sind außerhalb des Theaters. Findest du, die Leute sollten mehr ins Theater gehen oder ist dieser Wandel zum Streaming und Binge-Watchen der richtige? Ja, geht ins Theater. Scheiße. Ich will da ja auch hin. Und ohne Zuschauer komme ich da ja auch nicht hin. Aber das ist in Ordnung, diese Entwicklung. Ich war jetzt gerade wieder im Kino hier in Sendlinger Tor, ganz, ganz, ganz tolles altes Kino. Und ich war zu zweit. Also ich war noch mit einer anderen Frau im Kino und da war keine Sau mehr. Also das ist das Problem mit diesem Stream. Ich habe mir jetzt einen Fernseher besorgt und einen TV-Anschluss und jetzt habe ich das erste Mal, seit Mittwoch habe ich da Internet und so. Und jetzt habe ich gestern irgendwie 4 Stunden Fernsehen geguckt. Und das stirbt so aus, dass man sich einfach berieseln lässt. Auf dem Computer würdest du das niemals lange durchhalten. Aber es ist eine neue Möglichkeit, Netflix und sowas. Und ich will das gar nicht verteufeln. Aber diese Urinstitutionen Kino und Theater, ich glaube, die sind wertvoller, als man denkt. Und ich halte das auch für einen wichtigen Ort des gemeinsamen Schauens. So, und in den Austausch zu kommen. Ja. Welcher war denn der bisher schlimmste Tag bei dir in der Schule? Der erste Schultag im zweiten Jahr, vor etwas über einem Jahr, als ich zu meinem Schulleiter gegangen bin und ihm meine Sperrtage gegeben habe, wegen Slöborn, wegen der Serie, und dann irgendwas sich verschoben hat und sich herausgestellt hat, dass ich an einem Vorspieltag, wo wir ein Stück gezeigt haben, drehen musste in Polen. Es ist alles explodiert. Ich konnte dann 6 Wochen nicht mitproben und er ist völlig ausgerastet und so. Und da musste ich mir einiges anhören, zu Recht. Aber es war ein ganz übler Tag. Und einmal habe ich meinen Text vergessen. Vor der ganzen Schule. Und da war ich noch im ersten Jahr. Das war auch ganz übel. Und das war ein ganz schlimmes Gedicht. Das hat der Sprechdozent, der normalerweise hier in dem Raum zu Hause ist, mir gegeben. Das ging so los. Ob ich dich ficken will? Vom Ficken will ich mit dir nicht mal reden. So, und dann geht es noch so weiter. Und in so einem Gedicht seinen Text zu vergessen, ist wirklich peinlich, weil man den Mund so voll nimmt mit so einem Text. Und das war auch unschön. Aber sonst schlage ich mich so durch. Und welcher war der anstrengendste Tag bei Slöborn? Es gibt eine Szene, wo ich ins Wasser musste oder im Wasser bin, wo der versucht, von der Insel zu fliehen, der Anton. Und das haben wir im September nicht mehr geschafft oder im August oder im September, weil da keine Wellen waren. Und dann musste ich Ende November, da war ich das nächste Mal in Polen für den Dreh, und dann bin ich Ende November zusammen mit Christian Albert in die Ostsee gesprungen, bei 8 Grad Wassertemperatur. Und dann bin ich zurück in den Trailer, in den Wohnwagen, wo ich untergebracht war, und da funktionierte das warme Wasser nicht. So. Und dann habe ich mir, ich war danach bestimmt 10 Tage krank. Hier in München. Ich bin am nächsten Tag zurück nach München. Und hier lag ich dann nur noch im Bett, weil ich in diesem Wasser, wir haben das natürlich relativ lange gedreht, also was braucht ihr immer. Und aber sonst war das alles, es ist alles anstrengend. Ich habe ja das erste Mal was Größeres gedreht und da will man das natürlich auch richtig machen. Und man hat die ganze Zeit, da schwingt die ganze Zeit diese Angst mit oder dieses Unwissen, ob man das überhaupt kann. So. Naja, klar. Also ich habe das, also so eine Rolle, diesen Vertrauensvorschuss, den ich bekommen habe. Ich bin ja ein kleiner Fisch, ne? Und habe eine relativ große Rolle dafür bekommen. Den wollte ich nicht enttäuschen, diesen Vorschuss. Und das hat auch, es ist okay, ich kann es mir angucken. Aber das war natürlich währenddessen, war das ja so, was machst du eigentlich hier? Bist du hier richtig? Naja, schon. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Danke. Gerne. Das bedeutet mir auch viel, das zu hören. Und hast du es mit deinen Eltern mal geschaut? Ja, meine Eltern kamen sogar nach München. Wir haben mit ein paar Leuten bei mir im Wohnzimmer auf den Beamer geguckt, hier in München. Meine Eltern waren auch dabei. Ich saß da die ganze Zeit so, wenn ich wusste, oh Gott, gleich kommt meine nächste Szene.
Und nach jeder Szene, die vorbei war, konnte ich ausatmen. So. Aber es war okay. Ich habe auch tolle Leute da gehabt, die sowieso gnädig mit mir sind. Krass, und ja, jetzt wissen wir ja schon, du kehrst nicht zurück, aber was sagst du, Leuten, die die erste Slöborn-Staffel gesehen haben, wenn es eine zweite gibt, müssen sie einschalten oder sagst du, die erste reicht völlig aus? Naja, ich will natürlich wissen, wie es weitergeht, ey. Also, naja, meine ganze Clique von den kriminellen Jugendlichen ist ja noch da. Und was die da jetzt machen, das muss ich dringend wissen. Die kamen ja jetzt zum Teil noch gar nicht so richtig zur Geltung. Also Lea van Acken und Aaron Hilmer und so, die hatten ja verhältnismäßig kleine Rollen in der ersten Staffel, ne? Dann denkt man sich ja auch, warum kriegt dann der Nürnberg da irgendwie eine größere Rolle, wenn da die beiden... Aber da wird sich ja bestimmt noch was ergeben. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt eine zweite Staffel. Bei Lea van Acken habe ich auch gestanden und gedacht, hä? Wo ist die denn aufgetaucht? Dann habe ich sie kurz gegoogelt und dann Slöborn hinterher eingegeben und dachte so, ach krass, okay, weil ist ja schon ein sehr bekannter Name. Und aber so krass, ja, weil sie ja wirklich auch eher, in Anführungsstrichen, ohne das Böse zu meinen, weil es ist komplett gut durchbesetzt, sehr gut sogar, ist sie ja eher im Hintergrund tätig. Das macht es ja auch interessant, ne? Also man fragt sich, also das ist ja auch nicht unclever vom Albert. Ne? Aber ja, mich hat es auch gewundert. Und natürlich haben die mir so, die haben ja gesehen, was ich da gespielt habe, die beiden Titanen. Ja, Titan, okay. Und ich so habe da mir einen abgespielt. Aber es sind ganz bezaubernde Leute auch, die beiden. Nee, toll. Naja, und jetzt, da deine Figur, warum auch immer, nicht mehr am Start ist, ist natürlich Platz. Und es gibt viel zu erzählen, deswegen hoffe ich, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich mache mir aber auch um deine Karriere keine Sorge. Ich weiß, es ist immer schwierig für Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn das Externe sagt. Es ist immer so, oh Gott, hör auf, sowas zu sagen. Habe ich manchmal den Eindruck. Aber das wird groß. Ich finde dich sehr, sehr talentiert. Man konnte auch ein bisschen was anderes von dir sehen bei Lina. Du warst bei Lina im Video mit dabei. Lina war auch schon in der Web-Talkshow zu Gast. Und dort bist du ihr Love Interest. Und ihr spielt, ihr spielt unterschiedliche Szenen, aber es geht hauptsächlich um die Arbeit hinter der Kamera. War das ein schöner Drehtag oder waren das 7 Drehtage? Und denkst du da gern dran zurück? Ja, ich denke da total gern dran zurück, weil das auch einer meiner ersten Drehs war. Das war 2017. Eine Woche später bin ich nach Vietnam geflogen irgendwie und habe gerade Abi gemacht. Und plötzlich ruft dieser Regisseur Timo Sonnenschein mich an und fragt mich, ja, ist gar kein Casting, du kannst das machen. Und ich sage, ja, klar, ich wusste nicht, wer Lina ist, ist ja nicht so ganz meine Altersgruppe und so. Deshalb war ich auch nicht aufgeregt, weil ich habe mich auch gar nicht groß informiert vorher. Aber auch cool, ey, es ist eine tolle Arbeit vor der Kamera. Hinter der Kamera ist übrigens auch geil. Habe ich auch schon gemacht irgendwie, aber tolle Branche irgendwie, also mit vielen Tiefen, aber insgesamt, ja, Lina, krass, 3 Jahre her, ne? Ja. Time flies. Gibt es denn schon Projekte, die kommen, über die du erzählen kannst, oder ist alles totally top secret oder du bist nur an der Schule? Nee, es gibt so ein paar Sachen, wo ich noch im Casting bin oder sowas, wo noch nicht klar ist, ob ich es überhaupt mit der Schule machen kann, aber jetzt heute zum Beispiel, ich habe heute eine Anfrage oder ein Angebot wieder für eine Rolle bekommen, Rolle Kevin. Und ich konnte nur mal drüber blättern und es ist auch wieder, es ist ein Lügner, es ist jemand, der ein 14-jähriges Mädel, also ein Love Interest von einem 14-jährigen Mädel und ein schwieriger Typ. Also so, vielleicht begleitet mich dieser Typ Rolle ja noch ein bisschen, aber ist ja auch gut. Es ist ja oft so bei Leuten, die sehr blonde Haare haben und sehr blaue Augen, dass man da immer so ein bisschen das Eiskalte rein interpretieren möchte. Ja, da ist was dran. Du bist ja aus Hamburg. Fehlt dir Hamburg? Ja, immer. Also ich hab so 2 Gefühle in mir, die permanent brennen. Das ist einerseits Fernweh und einerseits Heimweh. Die eine Nadel im Kompass zeigt immer nach Hamburg. Ich nehme auch jede Möglichkeit eigentlich wahr, um da hinzufahren. Hamburg ist eine Mordsstadt. Ich glaube, das sagt jeder über seine Heimatstadt. Ich bin da aufgewachsen. Aber dieser Hafen, diese Vielseitigkeit, die ist doch in meinem Herzen. Ich meine, ich wohne jetzt in München, ne? Das ist eine ganz andere Nummer. Die Gehwege sehen hier aus wie geleckt, wie gewischt. Es ist alles ein bisschen konservativ, sobald man aus München rauskommt. Und ich meine, ja, ist schön, Berge und so, aber im Zweifel an die Nordsee. Ich merke, du bist an einem sehr herausfordernden Zeitpunkt in deinem Leben. Du wirst auf vielen unterschiedlichen Etagen gefordert und ich hoffe, dass du das weiterhin gut durchstehst und ich hoffe noch mehr, dass wir dich bald wieder auf der Leinwand, ob im Kino, ob auf dem Laptop oder im Fernsehen sehen. Das war Anton Nürnberg in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Nico. Gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt jeden Tag mit voller Kraft dafür, dass das auch so bleibt.
Bis morgen. Ich habe gar nichts, was ich schon immer in die Kamera mal sagen wollte, aber die Reichweite, die man dann über so eine Kamera hat, ist ja dann doch irgendwie nicht zu unterschätzen. Auch wenn es nur 50 Leute sehen. Mich kotzt in der letzten Zeit, oder was ist schon lange, eine veränderte Diskussionskultur an, weil die Diskussionen vermieden werden. Und es ist eine Zeit von diversen Meinungsverschiedenheiten. Und ich glaube, dass es eigentlich eine Chance ist, zu einer Erkenntnis zu kommen in einem Gespräch, wenn man diese Diskussion eingeht, mit wem auch immer. Aber heute werden Leute sehr früh abgestempelt, wenn sie eine gewisse Meinung haben. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Das ist der Weg, der zu Spaltung führt. Und gerade sind wir an einem schwierigen Punkt. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die Leute, die das sehen, sich vielleicht bereit erklären und, die Diskussion suchen. I'm coming.